Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir hier wieder die Autobahn verbunden, hier eine Umfahrung gebaut, hier das Ganze schon mal erweitert, hier eine neue Autobahnauffahrt gebaut, die sich langsam auch leert, die Autobahn, also es wird immer kürzer der Stau, das ist schon mal vorteilhaft. Wir haben hier ein bisschen rumgebaut, sodass der Abfluss hier ein bisschen flotter läuft. Und was wir uns diesmal zum Beispiel kümmern können, ist hier die Einfahrt. Die ist zu voll gepumpt. Dass wir das Teil zum Beispiel... Kann ich das verkaufen? Oder ist es noch zu voll? Da sind noch 75% drin. Tun wir euch beide mal entleeren. Oder wir stecken das Teil direkt hier an. Das wäre natürlich auch eine Überlegung, wenn wir sagen, okay... Wir nehmen jetzt hier eine Doppelspur, eine normale Doppelspur. So. Die kriegen wir, glaube ich, hier nicht mal um die Ecke gescheit rum, oder? Das könnte problematisch werden, wenn wir sagen, okay, das schließen wir jetzt ab. Die kommen jetzt... Okay, dich schließen wir jetzt mal hier vorne zum Beispiel an. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir das Problem jetzt hier lösen. Dich setzen wir um. Du bist ein Notfallfahrzeug, oder? Du kannst eh hier hin. Ah, das war jetzt scheiße. Im Grunde hier um die Kurve rum und hier dran. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Das ist ja immerhin mehr Platz rein. Da ist jetzt eine Ampel dran. So. Und natürlich hier überall die Vollkaracho-Durchfahrtsrechte geben. Und dann die Ausfahrt doppelt so breit bauen. Wenn da so ein hoher Ansturm ist, kommt auch eine doppelt so breite Abfahrt drauf. So. Dann sollten die auch auf einiges schneller darüber kommen. Ach, herrje. Da ist das wieder ein Problem. Komm, häng nicht mehr so. Ja, es löst sich ein bisschen. Das muss ich jetzt nur ein bisschen lösen, dann hat sich das ganze Problem schon. Ist nicht aktuell das größte Problem und deshalb habe ich halt hier so ein bisschen... Schaut zwar aktuell richtig kacke aus, das muss ich ja lassen. Aber es tut dementsprechend die Sachen lösen... In dem halt hier der größere Fluss kommen kann. Ist halt das Problem, dass sich das hier komplett wieder staut. Kann ich vielleicht diese Auffahrt nach hier hinten irgendwie verlegen? Wenn ich die jetzt zum Beispiel nach hier vorne lege, so. Die Auffahrt. So. So, und dann ist jetzt hier das zum Beispiel... Oh. Schaut sogar horrible aus, aber es sollte jetzt fürs erste Mal passen, um die Idee auszuführen, die ich habe. Denn wir wollen ja die Autobahnauffahrt. Tu mal alle Punkte ausschalten. Ach,
dieses Anstecken ist echt teilweise schlimm. Ich kann das alles noch umsetzen, so. Dann haben wir Vorteil von. Und dann. Anstatt dort die Abfahrt halt hinmachen. Die so anschließen. Also, dass man sozusagen da eine längere Strecke zum Abfahren hat. Dann kann ich auch die nochmal rausführen und. Hier wieder alles aktivieren. Das zumachen, das zumachen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie dann die Leute reagieren. Weil jetzt können sie abfahren und das auch schnell. Dann können wir jetzt auch vielleicht daraus direkt mal eine Dreispur bauen, oder? Geht sich das überall... Ups, ja, da ging es sich jetzt nicht aus. Aber bis dahin geht es sich aus. Dann müssen wir jetzt hier nochmal den Fußgängerweg bauen. Platz nutzen. So. Jetzt geht es auch wieder. Ist der Fußgängerweg auch wieder da? Jetzt können sie happy sein. Weil jetzt halt löst sich das. Sobald sich das löst, kann sich der komplette Stau wieder auflösen. Alter, das ist immer noch... Hier brutal, was hier an Menschenmassen rumlatschen. Sieht man ja, was sich jetzt angestaut hat in der kurzen Zeit. Also, sobald die Auffahrt natürlich leer ist, wird sich jeder Stau lösen nach der Zeit. Jetzt hat rollt schon. Jetzt rollt schon wieder. Jetzt würdest du sagen, es ist stockender Verkehr. Das ist das Problem jetzt. Die, die hier abfahren wollen, stehen auch. Und solange die stehen, ist es halt immer weiter so. Und jetzt verlieren wir ein bisschen Geld, auch Einwohner. Aber solange das hier jetzt rollt, ist ja alles noch super. Hier hat sich der Verkehr auch gelockert. Man muss halt dieses Mittelkreuz freikriegen. Und dadurch, dass das jetzt hier wieder weg ist, der Stau, der sich hier angesammelt hat, können die sich jetzt eigentlich ordentlich verteilen. Sollten sie sich eigentlich ordentlich verteilen können. Aber sie wollen natürlich alle wieder auf die innere Spur. Weil sie cool sein wollen und so. Oh. Fahrt doch einfach mal nur auf die... Ich weiß, ihr werdet es wahrscheinlich hassen, wenn ich jetzt hier wieder rumbastel. Aber man kriegt sonst Aggression, wenn die hier die ganze Zeit irgendwie Scheiße bauen. So, jetzt müssen die hier gerade... Also da habe ich noch einen. Ihr wollt mich doch kicken, oder? So, man darf gern nach da drüben wechseln, so, aber ansonsten... Nein. Es war so klar, dass die gleich wieder darüber wechseln wollen. Nein! Hier geben wir euch die Möglichkeit, eine Spur rüber zu wechseln, wenn ihr wollt. Hä? Weil ich die jetzt rübergeschickt habe, fahren die hier wieder auf, wollen hier wieder runterfahren und... Oh Gott, scheiße. Och Mann. So, okay. Abfahrtbereich läuft, das staut sich... Ja, schön weiter. Moment, fahren die jetzt von hier schon... Das sind ja solche Idioten. Okay, wir tun jetzt einmal den Verkehr löschen. Und ich hoffe, das wird jetzt das letzte Mal sein. So. Jetzt kommen überall die Fahrzeuge wieder raus. Jetzt beginnt die Stadt wieder zu leben. Wir werden nachher auch hier ein paar Gesetze erlassen. Vor allem diesen Distrikt, der soll ein paar neue Gesetze bekommen. Das könnten wir jetzt machen, während das Ganze hier anfängt zu erwachen. Wir tun den Distrikt jetzt mal hier erzeugen.
Was ist unser nobelstes Gebiet eigentlich aktuell? Können wir rein theoretisch oder rein logisch können wir das behaupten, dass das unser luxuriöseste gestaltete Gebiet ist? So. Ist alles markiert. Schaut gut aus. Wir tun noch mal einmal mit dem größten Pinsel drüber gehen, aber ich glaube, das sollte auch nichts ändern. Dann gehen wir jetzt mal in den Seehügel. Hier sieht man eh, wie gut das hier alles ausgebaut ist. Und jetzt gehen wir in die Richtlinien. Stadtplanung. Für Großunternehmen. Hightech-Häuser. Wir geben Blitzableiter. Jeder Autobesitzer mit Richtlinienbereich muss zu einem Elektroauto wechseln. Kostet wöchentlich 2 pro Fahrzeug. Tun wir mal hier auf Elektroautos wechseln lassen. Ausgehende Verbindungen können mehr Fahrzeuge mit Touristen aufnehmen, wodurch die Anzahl der Besucher in der Stadt erhöht wird. Die Verkehrskapazität, okay. Gleich noch uninteressant. Industrie ist auch uninteressant. Besteuerung. Steuererhöhung für gering besiedelte Wohngebäude tun wir einführen. Das auch. Und jetzt hat, tun wir den Wasserverbrauch, den Stromverbrauch ein bisschen anpassen. Verteilung von Rauchmeldern. Recycling. Bildungsschub. Und schauen wir mal, hohe Ticketpreise, Nähe. Und es gibt kostenloses WLAN. So. Jetzt werden die alle ihre Gebäude sicherlich ein bisschen upgraden wollen. Und es werden viele neue Hightech-Gebäude entstehen. Hoffe ich mal, denke ich mal. Da entsteht was Neues. Ja, es sind ganz interessante neue Gebäude. Also sie schauen jetzt nicht so dieses typische New York Manhattan Ding, sondern es ist dieses abgespaced New Look Teil. Und die sind auch natürlich gleich alle instant aufgestiegen. Das geht jetzt hier durch die ganze Ding durch. Wir machen auch gerade 17.000 plus, das ist ja schon fast übertrieben. Okay, warum steht's jetzt hier schon wieder? Okay, das wird vielleicht eine der bescheuertsten Ideen gewesen ever, aber ihr fahrt hier hin. Und ihr fahrt hier hin, so. Das staut sich schon wieder, das ist der Wahnsinn. Nur wegen einer scheiß Abfahrt. Okay, ich würde mal sagen, wir tun ihnen verbieten, von der Seite reinzufahren. Dann müssen sie jetzt von der anderen Seite kommen. Schon quasi, das wird ja schon eine gewisse Pflicht dann. Dann haben wir jetzt nicht hier fürs erste Mal Ruhe. Oh oh, jetzt steht es hier schon wieder. Vielleicht war das auch das Problem, dass die hier halt hier wirklich reingebraust sind. Ich kann es euch gerade nicht sagen. Ich sehe bloß schon wieder, dass es hier überall Stauen anfängt. Und das finde ich schon wieder uncool. Okay, nochmal das. Dieses Verkehrzeugs ist echt schlimm. Wollen wir finden? Wir haben ja ein relativ. Oh. Hier war irgendwas abgebrannt, aber es wird sich nicht drum gekümmert, oder wie? Wurde durchsucht und ist nun automatisch schon wieder vorbereitet. Ach, das wird automatisch eben wieder aufgebaut. Nicht genügend Rohstoffe. Ihr seid's doch echt so high-op-heiß.
So, die Autobahn wird genutzt. Hoffe ich doch mal schwer für die. Hier steigt... Alter, hier sind schon geile Gebäude. Das muss man schon lassen. Kann man eigentlich mit Alt F3, F2 hier was machen? Nee, schade. Die Parks werden auch genutzt. Was ist das denn hier? Ein Wohnmobil steht hier sogar. 24 Besucher hatte das. Das Krankenhaus. 28 Patienten bloß. Huch. Ein Löschfahrzeug in Verwendung. Großer Spielplatz. 56 Verbrecher im Gefängnis und 25 Fahrzeuge im Einsatz. Holla. Wie schaut es mit unserem Schulsystem hier draußen aus? Grundschüler in der Stadt. Lalala. Huhuhu. Hier geht's schon ab. Aber ihr habt ja eh hier Zuganbindung und alles. Dafür sind null eingestiegen. What? Hier auch. Ah, jetzt gerade geht aber der Verkehr wieder so einigermaßen. Ob man den das hier als Hauptanbindung angeben sollte? Ich weiß ja nicht, wie die da drauf reagieren würden. Weil aktuell ist es hier alles ist nicht unbedingt das, was ich wollte. Hm. Das ist irgendwie nicht so geglückt, wie ich das mir vorgestellt habe.